Willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario 3D Land. Wir hatten das letzte Mal erfolgreich dieses komische Bienenlevel absolviert und machen nun weiter mit Welt 3-4 am eisigen Schneelevel. So sieht's ja mal zumindest aus. Winter ist dementsprechend zumindest in-game schon 100% da. Warte mal, Sven, so jetzt. Müde, wir haben zum Glück noch nichts. Zum Glück ist es bei uns noch relativ warm. Aber das kann sich auch wieder halt ändern. Oh, ich liebe den Soundtrack. Den liebe ich so richtig. Also der ist wirklich goldig. So, und zu irgendeinem letzten Tag am Video kam, es hatte einfach heiße Hilfe. Heiße Klausurphase. Der 2. Und that's only the... Oh, shit. That's only why. Denn normalerweise bringen es schon Videos, wisst ihr. Aber es ging nicht. Ich habe drei unangekündigte Arbeiten in der Woche, geschrieben und zwei Ausfragen. Das war einfach zu viel. Hier geht's noch weiter. Das geht's bestimmt zu einer Münze. Nein. Ich will hier eine Münze jetzt holen. So viel Zeit muss sein. Aber ja, jetzt sind die Arbeiten rum. Jetzt habe ich auch erstmal Ferien. Stream war heute Abend. Ihr müsst das Video am Freitag sehen. Dann stream ich auch Splatoon an dem Tag. Und in den Ferien habe ich jetzt... Hey, was ist denn das? Habe ich... Bin ich jetzt dumm? Ah. Viel Zeit zum Aufnehmen in Fern auf jeden Fall. Gut. Nicht gut. Also ich bekomme hier gerade die eine Sache hin und die... Was ist denn das hier? Man merkt, dass ich jetzt eine Woche einfach überhaupt nicht gezockt habe. Man merkt das so richtig. So. Scheiß drauf, ich lasse jetzt weg. Das wird so dumm. So. Ja, und wie geht's euch, Leute? Ich hoffe, ihr seid in der Woche nicht allzu krass AFK geworden. Ich habe jetzt wissen wieder die 1500 Abonnenten tatsächlich erreicht, soviel ich weiß. Was bringt mir das rüber? Denkst du mal? Von dem Block hier eigentlich. Ihr werdet vermutlich gleich sehen. Erstmal ist. Jetzt kann ich hier drauf springen. Wenn ich nicht dumm davon. Ja, gut, jetzt bin ich hier drauf. Bringt mir nichts. Sehr schön. Auch gut. Ich habe eine Mitwehrflagge erreicht. Das ist das immer. Ich wollte. Boah, das ist ja hier Seilkünste, keine Ahnung was. Das ist ja höchst gefährlich. I can tell you. Ah. Gut, dann muss man ja gut stehen. Gut, ich behaupte, da kommt was so richtig schöne Weihnachten. Auch wenn wir jetzt erst Halloween haben. Halloween wird cool. Aber auch wenn wir jetzt ja eigentlich erst Halloween haben, kommt man ja trotzdem. So richtig. Also jetzt, ja, man kommt richtig toll, schön in die Weihnachtsstimmung. Gut.
Und Weihnachten ist mein Lieblingsfest, ihr wisst es. Die Weihnachtszeit wird dies auch wieder geil. Ich hoffe, dass es wieder eine XMS Molte gibt oder ähnliches. Aber darüber werden wir nochmal reden. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, das war sauslässt abgemacht von mir. Ich dachte, der würde uns ja auf einmal kommen. Ich nehme das Teil ja alles erst knapp hier. Sehr belastend alles. So. Immer noch so eine Itembox. Und bam. So, supi. Das Level ging doch schon mal. Ja, ich werde auch die Tage noch wie hochladen, generell wie es so mit Let's Plays so noch aussieht, was mir noch für 2018 erdacht habe und dann natürlich auch Einblicke in das, was es 2019 hier auf diesem Channel geben wird. Denn natürlich wird es da was geben. So, ich muss jetzt 15 Dinger zahlen und da hat es gerade genug, also... Aber es bekommen die jetzt wieder, oder wie das ist? Irgendwas sagt mir, dass man später einfach mehr Münzen zahlen muss und mir es dafür einfach längst nicht genug habe. Weshalb ich dann offscreen definitiv mal auf Münzensuche gehe. Aber das mache ich nicht während dem L. Ach du Scheiße. Was war das denn für ein Level? Oh nein. Das ist eins von meinen totalen Hassleveln. Kleiner Funfact am Rande. Wenn ihr jemals das Vergnügen habt, mit mir zu spielen im Real Life, irgendwie so ein ähnliches Level gibt es auch in Jolly World, bitte macht das nicht mit mir. Ich werde mich dann da beleidigt hinsetzen und mich verweigern, weil dieses Level ist der reinste Shit. Man fällt hier andauernd runter, wenn man... nicht gerade tierisches Glück hat. Das Level geht gar nicht. Und wieso falle ich da jetzt runter? Es blick's halt nicht. Aber das Level war... oh gut. Ich will jetzt dieses heiße... Martha hat nicht mal genug Zeit, dieses Drecks-Item hier einzusammeln, gefühlt. Hiermit kann man es noch einigermaßen retten, wenn man meint, wirklich runterzufallen. Ich glaube, mit dem Level ist das machbar. Würde ich jetzt zumindest einfach mal... zu behaupten. Mit dem Item ist es machbar. Ja, ey, was ist das für eine Drecksheiße hier? Ihr seht das Level. Leute, das Level ist der... Wie falle ich da runter? Wie geht das? Nee. Das ist wirklich das schlimmste Level on Earth. Das ist doch Betrug! Entschuldigung, mein armes Mikro. Ey, was ist das für das Scheiße hier? Jetzt habe ich hier nicht mal ein tolles Item hier, was... Ich hasse dieses Level. Ui. Na, dann fliege ich jetzt mal aus dem Ziel.
Ja. Ne, ja, so kann man mein Hass-Level auch beenden, ne? Aber es hat Leben gekostet, aber ich hab's geschafft, das Level. Das ist geil, das Future. Ich muss gar nicht erinnern, dass es überhaupt noch gab. Okay, es ist ein bisschen getrickst, jetzt gibt's das Huhr. Aber es existiert immerhin. Aber der sieht gar nicht ein bisschen getrickst. Jetzt kommt so ein Boss von der... Nee, warte mal. Doch, sonst ist der Boss von der dritten Welt. Und ich habe, wenn ich ein Leben oder null Leben mehr. Also, sehr kritische Lage, ihr seht schon. So, das war jetzt ein bisschen krasser. So. Weil wir auch, ach gut, die verfolgen an. Wenn wir auch gerade so still, weil ich mich probiere zu konzentrieren. Aber der Teil ging also mal einfach. Ja, und hier habe ich noch sehr schönes vor mir. Das brauchen wir mir jetzt zu zeigen. Ne, warte mal, doch, die kann eigentlich einen zeigen, wo es hier weitergeht. Okay, da. Ich sehe gerade nichts. Ich habe da nichts gesehen wegen der Kamerasteuerung. Das ist doch Betrug. Weil wäre mein erstes Game Over in diesem Spiel, aber trotzdem, das ist Betrug. Wie ist meine Facecam eigentlich so komisch hier eingestellt hier? All diese Kamerasteuerung, die kann jetzt halt. Kann schon sehr belastend sein. So, wir kommen im Hinweisraum. Wenn du ein Dings aufsammelst und auf B gedrückt hältst, kannst du langsam nach unten gleiten. Okay, danke der Info. Ja, das wusste ich tatsächlich. Ich glaube, das geht auch mit A. Tages heißen. So, ich habe vier Leben. Okay, das ist in Ordnung. Dazu vier Leben. So, lala. Let's go, jetzt machen wir einen Boss hier. Jans, hoffentlich ist easy going. Das Item ist schon fast so gut wie das Weiße. Natürlich nicht ganz so gut, das Weiße ist auch, aber es ist... Buh. Ich kann so manche Leben retten. Ich muss mal einfach dann gleich auf die Sist achten. Ich hätte keine Ober gehabt, hätte es auch von der Stelle hier weitergemacht. Ja, ich komme hier einfach nicht weg wegen dem Size-Ding. Holy shit. Ich kann mich an dieses Level leider nicht mehr erinnern. Ich bin ich gerade auch nicht so wirklich gut. Ich kann mich nur alles offensichtlich festhalten, nämlich dass dieses Level offensichtlich scheiße war. Hui.
Oh nein, oh nein, oh nein. Boah, ich hab's wirklich immer gerade zur letzten Sekunde. Es ist echt so unglaublich. Jo, aber hier wird's jetzt lustig. Ach so, gut, da muss man dreimal draufhauen. Ich würde mal behaupten, das ist im Rahmen des Machbaren. Bin ich nicht auf den Typen draufgesprungen im selben Moment? Hätte es wollen können. Ja, also wenn ich gerade auch nur Items habe. Ich finde es ja richtig blöd, dass man es hier von... Jetzt geh doch! Dass man es hier... erst von hier hinten nochmal machen muss. Wieso war es jetzt so spät? Ich blicke es einfach nicht. Hier ist irgendwas und hier komme ich nicht hin, weil ich klein bin. Auch sehr schön. So, jetzt bin ich klein, jetzt kann ich es doch eh nicht hier hinbekommen. Ah, oh boy, das ist doch belastend. Ja, ist okay. Mann, das ist ja richtig scheiße, wenn man da klein ist. Eigentlich ist der Boss nicht schwer, aber wenn man klein ist, ist halt richtig scheiße. Es gibt halt so geile Level in diesem Spiel, aber was ist das denn jetzt hier? Dieses scheiße, man kann da halt einfach nichts sehen, ey. So, vielleicht bin ich gerade einfach eine Lupe drauf. Aber hey. Aber wir halten fest, einfach weil es im Level gepasst hat, aber auch weil es in der Realität so ist, geht das auch dagegen? Joa. Es wird Winter. Traurig aber wahr. Jetzt bam. Kann die mir... Oi! Nein! Nein! Wie scheiße! Jetzt habe ich keine... Oh Gott! Jetzt kann ich das ganze Level nochmal machen. Oh, wie schafft man es so da runter zu fallen? Das Spiel regt mich gerade so auf. Mit dem Item hätte es easy ins Ziel geschafft, aber nein. Ich muss natürlich zur Behindertenstelle runterfallen und nicht dieses Drecks-Item nutzen. Fuck. Und natürlich gibt es jetzt nicht nochmal dieses Item, stimmt's? Doch. Aber trotzdem muss ich es von Anfang an nochmal machen, das ist halt belastend. Wenn der erste Teil eigentlich erst einfach ist. Aber es kann selbst besser auf die 3 Starcoins auf Suche gehen, weil die sind alle tendenziell irgendwo. Müssen nicht im Spiel erst aufpassen, dass das runterfällt. Diese Walzen kann man zwar nichts tun, aber die kann man immer noch rein theoretisch wegschieben. Was ja auch nicht unbedingt, ihr könnt das ahnen, vorteilhaft ist. Frage mich natürlich, wo eigentlich die anderen Coins sind. Ich glaube, oder ich wette, eine ist irgendwo hier unten.
Sonst hätten die nicht die ganzen Dinger hier gemacht. Da gibt es ein Item. Was ist in meinem Fall jetzt so? Irgendwas auflöst. So. Jetzt geht es einfach ganz normal durchrennen. Wie kommt man echt nicht hoch irgendwie, ne? Doch, ist das. Wäre auch noch ein Item gewesen. Wo wären die anderen Dinger gewesen? Hm, naja. Egal, ich so damals jetzt mal gesund den Boss erledigen. Das müsste jetzt ja mehr als easy gehen. Ah, draufspringen muss man auf den trotzdem noch, wie wir hier sehen können. Es ist gar nicht so einfach, wenn das alles hier spiegelverkehrt geht. Es ist complicated. Ich kann lustig von einer zur anderen Seite rumfahren. So. Muss halt eine gewisse, ich sag mal, Treffsicherheit haben. In dem ganzen Spaß. Sonst macht, da wird das auch sehr kompliziert alles. Also, das war's so, ne? Jo, hätte ja theoretisch auch früher sein können, gar keine Frage. Aber. Ja, so geht's doch auch. So, ich hoffe erst, dass ab morgen, bis ab Samstag wieder regulär normal LPs kommen. Lag einmal aus zeitlichen Gründen, Schule etc. Ah, das ist noch ein Starcoin. Daran, dass es bis jetzt eben noch nichts gab. Jetzt habe ich nur eine verpasst in dem Level. Das ist doch eine relativ gute, ja, eine relativ gute, wie sagt man, eine relativ gute, ja, Bilanz. Das ist 2 von 3 Rechte gehabt und einmal abbekommen ab. So Leute, damit danke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen für ein Video. Wenn euch das gefallen hat und ihr auf der 3DS Let's Play sehen wollt, gerne Like da lassen. Morgen geht's noch weiter mit Luigi's Mansion auf jeden Fall, ich verspreche es euch. Und ja, jetzt schauen wir nochmal, was die nächste Welt wird, was da freigeschaltet wird. Währenddessen nehme ich mein 3DS-Stift auch. Ach, mach es gleich. Und mal schauen, wo uns die Reise im nächsten Part hinführen wird. Mario! 1A Stimme. So, und da pisst dahin. In das Land Nummer 5 von 8. Hallo. 4 von 8. Ich bin ja auch so ein Cell. Nix-Könner. Joa. Und mit Welt 4.1 geht's weiter im nächsten Part. Von Super Mario 3D Land. Macht's jetzt. Beinahe Welt gesagt, ey. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.